begrüße euch total recht herzlich. Ich begrüße alle Kunden, die täglich hier in dieser Kulisse verweilen. Wie Kulisse? Ja, das hier ist eine Kulisse, ein Geschäft und Kulisse. Das ist eine neue Art von Geschäft. Wir gehören zwar zur Industrie 4.0, das bedeutet, dass wir auch elektronisch angebunden sind und real. Also wir haben die Fiktionswelt, die elektronische Welt, reale Welt. Also eine Verbindung zu einer technisch neuen Generation, bedingt aus der Realität gezogen. Wir haben uns angeboten, dem Filmpool-Kader angeschlossen. Wir gehören also zu Filmpool, die Fernsehen machen. Das ist eine Kulisse nicht für eine Serie, sondern für alle Serien. Wenn man irgendetwas benötigt, holt man sich es für die sogenannte Kulisse, um darin zu agieren. So funktioniert das hier. Aber da es hier auch real zugeht und meiner einer, der sich Medienkanzler nennt, seit 1995, ich bin einer der ersten YouTuber mit, wie YouTube, also die Cebit 1995 hatte das Internet im Angebot. Davor gab es das auch schon mit Akustikkopplern. Also es war eine sehr heranwachsende Zeit. Und diese heranwachsende Zeit hat uns ja heute im Jahr 2017 mehr wie überflogen. So, warum mache ich jetzt überhaupt diesen Videoclip und warum spreche ich überhaupt? Weil viele Kunden gefragt haben, könnte man nicht der Jugend mal erklären, weil die Jugend überflügelt uns. Und die Kunden hier bemerken, dass man so ab 40, 50 outgesourced wird. Und es ist natürlich traurig, dass man mit 40, 50 angeblich nicht mehr dazu gehört. Also die New Generation, 40, 50 Inhalt, 40, 50 Jahren oder 25 Jahren, die haben dieses Problem vielleicht nicht, vielleicht haben die dann ein anderes Problem. Das wird meiner einer wohl nicht mehr so miterleben in 25 Jahren, ob ich da noch wirklich Interesse habe, vor der Kamera zu arbeiten. Worauf möchte ich heute hinaus? Ich nehme mir heute die Zeit, um diesen Videoclip zu machen, eine Art Plauderstunde mit eurem Medienkanzler, um darauf hinzuweisen, an die Y-Gesellschaft 15 bis 45, an die New Generation über Funk 6 plus bis 24 plus. Also ARD, ZDF haben Frequenzen verkauft und die SPD hat das sozusagen politisch beglaubigt. Somit fällt das sogenannte SD weg. SD ist ein Single-Modul, wo eine Frequenz halt überall erreichbar ist. So, ich habe jetzt nichts in der Hand, könnte ich aber jetzt mal eben machen. Spontan mache ich heute dieses Video, weil viele immer noch nicht verstanden haben, warum der Fernseher heute in einem Monat nicht mehr angeht. Das hat nichts mit DVB-T 2.0 zu tun. Das ist alles eine riesengroße Verarschung. Eine riesengroße PR-Aktion und die Firma Freenet, das ist eine Firma, die heißt so. Die Firma Freenet, die gab es auch schon 1995. So, diese Firma Freenet hat das aufgekauft. Die hat diese Sendungleistung vom ARD, ZDF und durch die SPD bedingt beglaubigt aufgekauft. So, die versuchen natürlich jetzt Geld zu machen, darum geht es. Also es geht darum, Geld zu machen. Die Freiheit, die wir kennen, Einigkeit im Recht, kennen wir. Also das Wort Freiheit kennen wir nicht mehr, also ihr nicht mehr, die Jugend, Y-Jugend, die weiß gar nicht mehr, was Freiheit ist. Also bei uns hieß Hausarrest Strafe. Wenn wir zu Hause bleiben mussten, war das Strafe, absolute Strafe. Ja? So, bei euch, der Jugend, Y-Gesellschaft, die, wenn wir die rausschmeißen, sagen ab in die Freiheit, ab geht von mir in den Wald oder was, das wäre Chaos. Ohne Elektronik wäre für die Jugend der heutigen Zeit Chaos. So, wir sind natürlich auch mit der Sache groß geworden. Wir konnten uns aber alles nicht so leisten. Ne? So, das hier ist ein Single-Modul, das wir seit über 50 Jahren in Gebrauch. Nicht dieses Gerät jetzt, aber so ungefähr. Also wenn ich den Zauberknopf drücke, bekomme ich eine Sendung, ein Signal. So, dieses Signal wird hiervon empfangen. Ich habe das gute Stück jetzt hier so ein bisschen rumbaumeln, seht ihr. Ich habe sofort Fernsehprogramm. Ja, ich habe es sofort. Hier ist meine Antenne. Ich kann sofort gucken. Ja, mal gucken gerade. Aber ich gucke gerade Kika. Ja, okay. So, ich kann das sofort sehen. Ich kann dieses gute Stück jetzt überall hinstellen. Leute können sich das anschauen.
Also wir wären jetzt sofort kommunikativ. So, wir wären sofort kommunikativ, weil ich das überall schauen kann. Jetzt kommt mir bitte nicht, dass es mit mit DVB-T 2.0 auch geht, natürlich. Aber das Gerät DVB-T 2 würde direkt doppelt so viel kosten, nämlich 200 Euro. So, dieses hier kam 89,95. Kann man natürlich gut verwenden für alles, sonst hätten wir das nicht angeschafft, da wir ja nun mal eine Filmproduktion sind. So, das gute Stück haben wir als Monitor und so weiter. Also das kann man gut verarbeiten, hat alle modernen Einheiten, die man so braucht. Sie sind hier eingearbeitet. So, das Ding ist in Ordnung. Macht Sinn. Die anderen Sachen sind hier genauso. Aber für die, die es nicht haben, die halt einen normalen Fernseher haben, die sitzen im Dunkeln. So, und die glauben alles, was die Werbung so verspricht. Und deswegen ist die Sendung jetzt. So, die Sendung jetzt ist, ich nehme mir die Zeit, um diese Sendung zu verarbeiten, um diese Sendung online bei YouTube zu stellen. An alle YouTuber, die angeblich Stars sind, die werden ja jetzt auch vermarktet mit Sticker, die werden fotografiert und dann kann man die sammeln in so einem Sammelheftchen. Also totale Vermarktung. Wir leben und wir erleben, na, wir leben und erleben die totale Vermarktung. Der Mensch ist wirklich kein Mensch mehr, sondern Ware. Und wenn er den Lauten macht, kriegt er sogar einen Stempel verpasst. Den Stempel kennt ihr mittlerweile. Meine lieben Freunde, ich bin Adenauer. Adenauer Wirtschaft, Adenauer Republik, Adenauer. Ja? Adenauer 1956 hat er so nach vorne gebracht. Ich kann euch nur sagen, die Adenauerzeit, die hat mir gefallen im Rückblick. Ja? Alles, was ihr da so erzählt von der Zeit davor, noch weiter davor. Meine lieben Freunde, wir leben nicht im Jahr 1917, wir leben im Jahr 2017. So, im Jahr 1914 fing alles an, bis 1945 ging es da richtig zur Sache. Zweimal sogar ein Weltkrieg. Im dritten möchte man uns jetzt unbedingt aufs Auge drücken mit Russland. Warum? Entzieht sich meiner Kenntnis. Muss nicht unbedingt sein. So, als Filmemacher denkt man sich ja Storys aus, man hört Storys, man versucht diese Storys dann umzusetzen, die man täglich da hört, um daraus einen Film zu machen. Ja? Nordrhein-Westfalen bekommt jetzt 14 Millionen mehr. Filmförderung, 14 Millionen bekommt Nordrhein-Westfalen mehr und Nordrhein-Westfalen ist riesengroß. Ja? Also, dass jetzt irgendwo irgendein Gelder bekommt, um daraus einen Film zu machen, der dann vielleicht auch irgendwann in der Berlinale oder wenn er sogar Glück hat, in der Oscar-Welt zum Tragen kommt, naja. Aber irgendeine große Größe wie Herr Till Schweiger oder so wird dieses Geld sicherlich abgreifen und dann irgendwas machen, auch wenn er den Film dann für 750.000 oder 1,5 Millionen oder 16 Millionen oder 20 Millionen gegen die Wand fährt. Das ist vorwärts von egal, okay, Till Schweiger arbeitet in deiner Hausgröße bis 2 Millionen, mehr nicht. So, aber der Film wird länger, bemerke ich gerade, weil ich bin es gewohnt, unterbrochen zu werden. Aber ich habe ziemlich früh angefangen heute, weil ich mir dieses Facebook mal etwas näher angeschaut habe. Ich habe mir also Facebook näher angeschaut und habe festgestellt, Facebook ist ein bisschen merkwürdig. WhatsApp ist mehr, also die elektronische Welt ist merkwürdig, ist also nicht mehr die, die 1995 auf den Weg gebracht wurde. Ja, 2017 kippt die komplett und geht in wirtschaftliche Hände über. Diese wirtschaftlichen Hände graben, 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 geben aber nichts. Ja? Die, die 20 Cent brutto verdienen, 20 Cent brutto verdienen, die sollen noch was abgeben. Und die, die 1 Million netto verdienen, die geben ja gar nichts ab. So, also ist ein bisschen heavy, ja, also ein bisschen strange das Ganze. 20 Cent brutto und alle flippen aus, wenn der nichts gibt. Und der 1 Million aufhört, euer. Ne? Das geht aber nicht, euer. Es kann nicht sein, dass ich für 6 Monate arbeite, 12 Millionen bekomme bei VW. Ja? VW haut da die Gelder um die Ohren. Das ist ein Hammer. 6 Monate arbeiten, 12 Millionen Abfindung. Wenn ich arbeite, kriege ich gar nichts, null. Muss noch Geld mitbringen und kriege Haue, ja. Aber nicht nur ich, wir alle. So, noch einmal. Fernsehen ist verkauft worden. Im Jahre 2022 müssen wir für alles bezahlen. Euer Medienkanzler ist Sci-Fi-Fan, hieß früher Science Fiction, heißt heute Sci-Fi, SYFY. Also SYFY. Ist so ein Sci-Fi-Mystik-Sender, der ziemlich viel Spaß macht, dort die Serien zu sehen. Im Moment läuft da Star Wars. The Clone Wars ab 21.50
von Montags bis Freitags. Und ab Freitag bis Sonntag läuft Star Trek Enterprise, ja, mit Captain Archer. Macht mir persönlich unheimlich viel Spaß, da zu schauen. Die Serien gefallen mir und habe ein bisschen Unterhaltung. Darum geht es mir, Unterhaltung. Wir als YouTuber der ersten Zeit, 1995 angefangen, hochwärts, also da, wo die CeBIT, also da, wo alles angefangen hat. Die hießen Kiwego, Dailymotion, MyVi, die andere, 7Load war auch noch da. Also war eine Menge Anbieter, es waren eine Menge Anbieter da, wo wir unsere Videos einstellen konnten und wir konnten dann unsere Beiträge machen. Wir wurden natürlich auch erzogen, die Beiträge so knapp zu halten, dass daraus eine Geschichte entsteht. Also da waren auch viele da, die darauf geachtet haben und so weiter und so fort. So, ich hatte einen gefragt, der momentan auch bei Sat.1 war, Martin Binias, der macht ja auch wunderbare Videoclips mit Kindern im Moment. Der hat auch damals schon wunderbare Sachen gemacht, kam aus Oberhausen, ging nach Hannover, lebt in Hannover, macht dort jetzt seine Filme. Und meiner einer ist immer noch in der Kulturhauptstadt, die jetzt zur grünen Hauptstadt wird, die erfindet sich auch ständig neu. In Wahrheit ist es eine Stadt, die halt durch die Regierung Düsseldorf reichlich an Geld verloren hat. So, die ersten Kunden machen sich da draußen bereit und deswegen muss ich jetzt auch wieder den Videoclip abmachen, Cut. Ich werde mir also sicherlich was ausdenken, darüber zu sprechen, ganz kurz und bündig über das neue Fernsehen, was kein neues Fernsehen ist, sondern wirklich Geld abzocke. Man will uns wirklich das Geld aus der Tasche ziehen. Wer das Geld nicht bezahlt, bekommt auch nichts. Und das ist, also, meine lieben Freunde, Freiheit. Es geht mir an sich um die Freiheit. Die Freiheit jeder, ja, die Freiheit, also... Ich bemerke, dass ihr die Freiheit so abgebt. Ihr lebt alle wie so Frösche in so einem Teich. Und der Teich ist ziemlich warm und macht unheimlich viel Spaß in diesem Teich. Aber ihr bemerkt alle nicht, dass jemand euch darin grillt oder abkocht. Ja, das Wasser wird nämlich immer wärmer. Weil die Jungs gerade mal eben austreten müssen. Es geht natürlich mal wieder, Filmpool ist mal wieder am Arbeiten. Ich guck mal eben. Mit Panzerwagen und Dingsbumskirchen. So, da hinten. Ja. So, wie gesagt, wir sind ja nun mal Filmpool und so weiter. Die drehen da gerade wieder kräftig. Die Darsteller müssen mal eben auf 17, aber wir haben hier jetzt keinen 17, die sind jetzt hier nebenan. Werdet ihr ja sehen. Also, worum geht es eigentlich? Wie gesagt, die Kunden waren gerade da, die sind am Drehen. Ich sitze hier, spreche jetzt nochmal über die sogenannte Technik. Wir hatten jetzt gerade jetzt wirklich viel zu tun. Ich wollte jetzt nicht raus, die Dreharbeiten stören, sind aber am Arbeiten da. Der Panzerwagen steht da und der große Polizei und das Ganze, wie das so ist. Ne? Ja, Ruhrrevier. Also da will ich jetzt aber gar nicht hin. Also wie gesagt, wir drehen ja und das Drehen, wie gesagt, und das Sehen und jetzt YouTube macht ja auch tierisch viel Spaß. Aber die Freiheit uns zu nehmen, Fernsehen zu gucken, gerade eben, vor ein paar Minuten, wie gesagt, waren ganz viele hier, auch Kinder. Und dann kann man die Kinder beschäftigen. Man kann denen so ein freischwebendes Fernsehen eben da hinsetzen, dann kann das Kind beschäftigt werden. Gut, ihr seht schon im Hintergrund, hier ist ja überwiegend Star Wars, wir haben ja die Star Wars Lounge und so. Da geht es natürlich nicht, weil Star Wars ist natürlich viel aufregender, wie jetzt hier irgendwie Kika oder so. Ne? Also Fernsehen macht nicht immer froh, wissen wir ja auch mittlerweile. So, ich habe heute einfach mal genutzt, so eine Art Plauderstunde, kennt ihr ja Medien, der Medienkanzler Plauderstunde hier in Filmpool TV und wo Produktion, wo hier gearbeitet wird. Vielleicht darf ich irgendwann mal, wenn eine Produktion läuft, auch drehen. Weil es ist, also Backstage ist ja immer so eine Sache, Backstage sollen wir ja nicht. Letztens war, wie gesagt, der Wendler hier, dann war die Scout-Abteilung da. Die Scouts suchen ja immer verschiedene Kulissen, Hintergründe, womit sie arbeiten können. Um einen guten Film, eine gute Serie bei Sat.1 und so weiter auf den Weg zu bringen. Ja, wie gesagt,
Es geht nicht, also immer. Also man kann nicht immer, immer drehen. Man kann also nicht immer alles zeigen, aber ihr könnt mir glauben, ihr dürft mir glauben, dass hier eine Menge abgeht. Wirklich, hier waren schon so viele. Ich meine, der Ruhrpott ist gestern, also heute, deswegen mache ich auch diesen Videoclip, weil heute läuft die Grüne Lunge. Die Grüne Lunge in der Lichtburg. Lichtburg ist unser ältestes Kino. Da wird die Grüne Lunge gezeigt. Also statt Essen ist grün. Na gut. Ich habe auch gerade wieder Streitgespräch mit einigen Kunden gehabt. Wollen die uns verarschen, weil die Stadt Essen ist nicht so grün, wie sie jetzt euch bildtechnisch verkauft wird. Habe ich beim Sondersender haben wir es am Laufen. Ja, ich habe es da implantiert. Und könnt ihr euch mal kurz anschauen, wenn ihr möchtet. Und also die Stadt Essen erfindet sich tagtäglich neu. Einmal heißt sie Kulturhauptstadt 2010, ja, im Jahr 2010. Jetzt 2017, die grüne Lunge, wie ist alles grün und alles so schön. Ich meine, so schlecht ist die Stadt Essen nicht. Die Umgebung, auch der Ruhrpott ist nicht. Aber wenn man sieht, dass der Ruhrpott in den Nachrichten ein schwarzer Fleck ist, wo noch nicht mal der Schnee gelegen hat dieses Jahr. Ja, wir hatten kaum Schnee, also Schnee hatten wir nicht. So, ich schaue da ein bisschen rüber, wie gesagt, die arbeiten da, ist ein Panzerwagen, sage ich nur einmal, SWK und dahinter dann die Polizei. Und wie gesagt, die Sache ist immer so eine Sache hier, wenn hier gedreht wird, dass die Straße abgesperrt werden muss. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Man muss die Straßen eben kurz absperren. Hier dürfen dann die Kunden nicht rein. Deswegen wird das hier meistens so auf Samstag, Sonntags verlagert. Da können die hier machen und tun, was die wollen. Ne? Hier im Green Blue Room können die da machen. Und, ne? Hier können die machen und tun. Hier wird alles umgebaut. Wenn dann zu Ende ist das Ganze, muss alles wieder zurückgebaut werden. Leute, Film machen, Film herstellen. Sieht alles so super toll aus, aber die Vorbereitungen sind immens. Das Abbauen geht ruckzuck, aber das Aufbauen, die Technik, das Licht, die Stromzufuhr, das haut immer rein. Das ist also nicht so, dass man sich da freuen kann. Na? Ja, so, die Uhrzeit ist auch fortgeschritten und hinten kann man schon sehen, das ist ziemlich, also über eine Stunde ist es her, wo ich jetzt hier vor die laufende Kamera gegangen, hatte sich gerade auch alles ergeben, ich hatte ja angefangen, nochmal, Einigkeit im Recht ist klar, die Freiheit ist weg, der Teich voll lauter Frösche, das sind wir, der wird erwärmt, ja, ist kuschelig, es macht Spaß, aber in Wirklichkeit werden wir gar gekocht. Schaut euch mal Facebook genauer an, schaut euch mal das Fernsehen genauer an und wer jetzt diese Worte nicht glaubt, die euer Medienkanzler hier erzählt hat, nun denn, ab 1. April sprechen wir uns wieder und dann schauen wir mal, wer von euch Fernsehen da noch schauen kann, so wie er früher Fernsehen geschaut hat und ob das alles so funktionieren wird, wie sich die Firmen da vorstellen, uns das Fernsehen zu nehmen, das SD, das Single-Modul, ja, einfach nur sagen, DVB-T2 und so Scherze, das ist okay, Leute. Ich warte ab. Ich warte ab, ich komme vom Film, ich bin beim Film. Ich habe jeden Tag damit zu tun, sogar die Kolleginnen und Kollegen sagten da, so toll finden die das nicht, dass man uns das da wegnimmt und das da, also es wird ein Bumerang werden. Also eure Lieblingsserien, die ihr jetzt umsonst seht, die jetzt hier gedreht werden, ja, diese Folge und so, die seht ihr umsonst. Ja, bei Sat.1. Aber Ruhrstadtrevier, ja? Oder andere. Also wir hatten ja hier den Held in Bochum, dann hatten wir hier den letzten Bullen, ja? Der Kommissar und hier ist so viel schon gemacht worden. So, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass einem die Freiheit im Fernsehen genommen wird und das alles nur noch vermarktet wird. Die YouTuber, die Stars, alles wird vermarktet. Ihr könnt jetzt Klebebildchen, also von mir kriegt ihr jetzt kein Klebebildchen, weil ich bin ja viel zu alt. Also, das ist jetzt hier, mal sehen. Die Sendung wird gemacht. Die kriegen wir hin. Ja, vor allen Dingen für 40 und bis 60 Jahre. 40 bis 60 Jahre sind raus. Die sind regelrecht rausgekegelt. Ja, und die Jugend ab 2 aufwärts, die sollen hier alles, die sollen später nur noch bezahlen. Die werden jetzt auf Star Wars getrimmt, kaufen Lego und so weiter. Ja, Star Wars, The Clone Wars, The Rebels. Puh. Also wenn die Jugend das Wort Freiheit nicht kennt, wird sie einig sein im Recht, Geld zu kaufen, sich zu verkaufen. Hallo, verkaufen.
Ich möchte nichts verkaufen, ich möchte Spaß haben. Und Spaß soll kein Geld kosten, sondern euch erfreuen. Wenn ihr anfangt zu lächeln, wenn ihr anfangt über den Medienkanzler zu philosophieren, über ihn zu sprechen. Leute, macht mehr Spaß, es macht mehr Sinn, wie wenn ich euch jetzt irgendwas verkauft hätte. Ja, ich habe keine Lust auf Verkauf. Vielleicht mache ich mal einen Verkaufssender auf und verkaufe das Ganze einfach mal vor laufender Kamera. Mal schauen. Aber so richtig Lust habe ich nicht. Ich mache lieber das hier. Bisschen Spaß. Ich schaue zu, wie die da ihre Dreharbeiten haben. Und ja, ich kann das Ding nochmal eben schwenken. Ist ziemlich ruhig geworden da draußen im Moment. Einen Blick. Ich weiß nicht, ob Peter Wagen schon wieder weg ist. Ne, ist noch da. Der SWK-Wagen steht auch noch da. So, das hier ist auch eine Spezialkamera, habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, weil die ist eine Steady. Die Steady kann ich richtig wunderbar mit arbeiten, könnt ihr jetzt hier rausrennen, die Aufnahmen machen. So, das geht alles. Ne? Alles so mit solchen Kameras geht das. So, das war's. Plauderstunde mit Medienkanzler, ich mache das Ding fertig, ihr könnt es on air sehen und ihr dürft darüber wieder diskutieren. Und jeder ist, wie gesagt, recht herzlich eingeladen. Alle Komparsen, alle, die Lust und Laune haben, alle Facebook-Indianer, alle Filmpool-Interessierten, alle, die Filme machen, Künstler aller Sparten, lasst euch sehen. Wir können hier vor Ort diskutieren, wir können hier in der Star Wars Lounge arbeiten, wir können hier in Green Blue Rooms arbeiten. Wer Lust und Laune hat, ja, kommt vorbei, lasst euch sehen. Amazon Prime Kunde. Ja, wir sind eine Firma, Vista, ich muss mich nicht vorstellen, Medienkanzler. So, wir sind natürlich auch eine Firma, wir sind eine Filmfotoproduktion, brauchen Ware. So, und die Ware kann man ja ziemlich schnell bei Amazon beziehen. Ne? Klick, brauche ich keinem erzählen, Amazon, Klick, hat man. Und wenn man dann noch ein Buch dazu kauft, hat man sogar die Gebühren, alles Quatsch. Also, ich habe etwas bestellt, bin Amazon Prime Kunde, das bedeutet, ich mache jetzt gleich einen Klick, in der Hoffnung, dass ich das morgen oder spätestens übermorgen erhalte, weil ich ja Amazon Prime bin. Jetzt habe ich dieses Paket aber gerade abgeholt, das heißt also, ich habe gerade soeben das Geschäft geschlossen, um das Paket bei der Post abzuholen, weil der Postbote mir mal diesen Zettel gebracht hat, das Paket ist zu groß. Das liefern wir nicht aus. Das müssen Sie selbst abholen. Meine lieben Freunde, ist das Paket zu groß? Also, bin da etwas verwundert, deswegen mache ich diesen Videoclip. Also, ich bin Amazon-Kunde schon seitdem es Amazon gibt. Und als Firma habe ich gesagt, okay, machen wir Amazon Prime. Ja? Ich nutze nicht alles von Amazon Prime. Auch das Fernsehen nicht, auch den Stick nicht. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber mal schauen. Kostet ja alles Geld. So, ich bin wie gesagt Amazon Prime und bin verwundert, dass ich mein Geschäft schließen muss, um diese Ware, die ich benutze, abholen zu müssen. Gott sei Dank habe ich das Glück, dass das alles hier im Viertel ist. Aber trotzdem, die Kunden stehen dann da, kommen nicht rein. Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Bleibt bei dem Wetter nicht aus. Ist ja fürchterlich das Wetter. So, das bisschen Paket. Konnte die also mir nicht ausliefern. Ne? Das Schöne an diesem ist, wie gesagt, damit arbeiten wir, das Arbeitsmaterial, Mahlzeit. So, konnte mein Bericht ja noch gar nicht zu Ende führen. Also ich habe das hier bei Amazon bestellt, wisst ihr ja, habe ich ja versucht, vorhin ansatzweise darüber zu sprechen, dass der Postbote mir das angeblich nicht überweisen, also geben konnte. Hat er mir halt den Zettel in die Hand gedrückt und ich hätte mir das dann abgeholt. Aber jetzt habe ich das geöffnet. Ich habe das also bei Amazon bestellt. Amazon. Ja, ich habe das immer bei Amazon bestellt und habe auch immer eine ordentliche Rechnung bekommen. Aber jetzt habe ich diese Ware habe ich jetzt erhalten von All Day Office Supplies. So, ich habe bei Amazon bestellt. So, jetzt steht hier, dass das von All Day Office Supplies
Unit 4R in Sinfine Central Business Park aus Sinfine Lane, Derby, DE249HL, keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? So, aus irgendeiner angeblichen Tax-Free. Ja, es wird noch bunter. Also ich habe die Ware bestellt und jetzt kommt's. Für eine mögliche Steuer bin ich verantwortlich. Ja. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Für zusätzliche oder Kopie dieser Rechnung wird es eine kleine Bearbeitungsgebühr geben. Also wenn ich dafür noch eine Gebühr haben möchte, eine Rechnung haben möchte, muss ich eine Gebühr dafür bezahlen. Müsst ihr mal vorstellen. Und die Steuerschuld geht auf den Lieferanten über. Bei steuerfreien, the tax liberty goes over the devil. Also Amazon, wenn man bei Amazon bestellt, kann es schon mal zu merkwürdigen Sachen kommen. Jedenfalls jetzt hier als Firma. Wenn man ein Otto Normalverbraucher wäre, wäre das nicht so schlimm, weil dann braucht man sowas nicht. Aber bei Amazon immer bestellt für 29,95. Ich hatte mich schon gewundert beim Draufdrücken, dass aus 30,98 plötzlich 31,98 wurde. Da ich das aber dringlich brauchte, habe ich gesagt, komm. Hat aber eine Woche gedauert, obwohl Amazon Prime heißt, draufklicken, morgen erhalten. Also, was will ich jetzt mit dem Video sagen? Ich möchte euch sagen, passt also gut bei Amazon auf, besser ist. So, das war's heute mal aus dem Studio.